hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man beim Wurf zweier unterschiedlicher Würfel, entweder durch ihre Größe oder durch ihre Farbe, die Summe 9, wenn man weiß, dass mindestens ein Würfel 6 zeigt? Wir schreiben zuerst den Ergebnisraum Omega. Nennen wir A das Ereignis, die Summe ist gleich 9. Hier handelt es sich um diese vier Ausfälle. Effektiv ist bei diesen vier Ausfällen die Summe der Augen gleich 9. Nennen wir B das Ereignis, mindestens einer der beiden Würfel zeigt 6. Es handelt sich hier um diese 11 Möglichkeiten. Es sind 11 und keine 12. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A sich verwirklicht unter der Bedingung vom Ereignis B, berechnet sich durch die allgemeine Formel so. Wir berechnen also die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit B, das heißt, diese und diese zwei Möglichkeiten auf insgesamt 36 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung, das heißt diese 11 geteilt durch 36. Somit erhalten wir diesen Bruch, der sofort zu 2/11 führt. Man könnte diese Aufgabe aber auch ausschließlich anhand dieser Tabelle lösen und sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe 9 ist, wenn man weiß, dass ein Würfel 6 zeigt, das ist die Anzahl günstiger Fälle, das heißt diese beiden, geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle, das heißt diese 11. So führt das sofort zu 2/11. Und die Aufgabe ist beendet.